Anleitung für alle Rübenfangen in das Municipality auf der Grünenfelderin. Kann ich denn nicht vorfahren? Was? Da gibt es eh einen Leiter zum Hochklettern. Oh Mann, oh. Passt doch. Ja, ist da. Kann schon passieren, dass ich mit der Palette die wieder runterziehe. Nee. Bleib stehen, bleib stehen. Oh, nee. Ja, probier die da oben noch ein bisschen zum Reindrücken. Ü. Oh. Hoho. Passt. Ja, geht. Oh. Ja. Was sagt denn der. Hast du schon die Markt-App auf dem Handy? Ja. Dann guck mal rein bei Holz und Michel. Was es da für Holzkohle gibt. Das. Ja. Was ist das für eine? Holz und Michel. Holz und Michel. Holzkohle. Ah, Holzkohle, wie sieht die aus? Ja, holzkohlig. So, ah, da, das schwarze, oder? Ja. Holzmichel. Da steigt der Preis mit 415 Euro. Im Holzmichel. 415 Euro pro 1000 Liter. Haben wir zu lange gebraucht. Da war ein Angebot mit 500. Nee. Doch. Vorhin war das noch. So, Spanngürtel fest. Drei haben wir. Wie viel Uhr haben wir denn? Nee. Wie, nee? Alter. Ja, wir haben Viertel nach acht. Leuchte mal ein bisschen den Anhänger an. Ja, mal zurück. Das Heck anleuchten vom Anhänger. Was ist? Das Heck anleuchten. Die Heck anleuchten? Das Heck anleuchten mit deiner Taschenlampe. Vom Anhänger. So. Ja, so ist gut. Weißt du, ich mache immer Fotos für Instagram. Ah, okay. Moment, jetzt ruhe ich auch noch mal kurz. Ich fahre mit Manni drin hinterher. Na, für was denn? Zum Entladen. Schmeiß ich einfach alle runter. Achso. So geht's auch. Ah, ich muss bei Ihnen einsteigen. Doch, es wird doch hoch. Och, du Hei. Ich sehe jetzt schon, dass eine. Oh. Alter, wenn das der Polizist sieht. Oh. Dann bist du im Arsch. Wer ist denn echt Polizist auf der Grünwälder Land? Der Jäger. Ah. Okay. Kennen Sie vielleicht von Alarm für Cobra 11? Ah ja, stimmt. Ben Jäger, der wurde strafversetzt. Mhm. Weil er in Köln nur noch Blödsinn gemacht hat. Okay. Alter. Ja, es dauert jetzt halt ein bisschen hier auszurangieren. Es gibt gleich um. Nein, nicht den Teufel an die Wand malen. Oh, ich fahr mit Manni, tut ein bisschen weg. Ich denn die gerade nicht, ich krieg gerade die Lenkung nicht rum. Was ist denn das? Jetzt hab ich ihn. Ich hab den sauber, sie haben. Ah. Der läuft gerade immer nach, das ist zu viel Gewicht hinten dran.
Deshalb läuft er nach und dann passt es mit der Lenkung nicht. Kommt da ein Baum? Ich glaube ja. Ja, bei meiner Seite schon. Hey, haben die kein Traktor oder sowas? Ich hab doch selber einen. Selber. Ja, doch, ein Xerion. Okay. Bloß ein Xerion, sonst keiner. Ich hatte noch einen John Deere. Da einsteigen. Ich hatte noch einen John Deere. Da zu laufen. Ist ein bisschen hügelig. Ja. Was ist mit John Deere? Ich hatte noch einen John Deere, aber nachdem wir die Agrargenossenschaft gebildet haben, zwischen dem Herrn Stefan Müller und dem Vin Diesel, haben wir Fahrzeuge reduziert. Oh Gott, schiebt der, ey. Da haben wir Fahrzeuge reduziert und Maschinen zur Kostenersparnis. Okay. Ich muss gerade ein bisschen gucken, ob das hinten alles so hinhaut. Und wo ist denn der Xerion? Am Hof. Mit dem Xerion war der Diesel unterwegs zuletzt. Und das ist dein Mitarbeiter? Nee, das ist einer, der ist auch bei der Agrargenossenschaft. Das sind keine Mitarbeiter, jeder arbeitet frei. Ah, okay. Naja. Und die haben irgendwas. Achso, okay. Also es ist nur ein Agrarverbund. Das heißt, wir helfen uns mit Maschinen kostenlos aus, helfen uns bei der Arbeit aus. Ah. Die anderen machen eigentlich hauptsächlich bei mir die Feldarbeit und ich kümmere mich um meine Produktion, weil das einfach, ich habe, oh Gott, ich weiß gar nicht wie viel. 4, ja, genug. 5, 6, 7, 7, 7 Produktionen habe ich, glaube ich. Ah, okay. Und da ist immer einiges zu tun. Ja. Yeah. Wie sie jetzt schon mitgekriegt haben. Ja. So ist das halt. Okay. Und jetzt fahr mit dem Holzmichel. Jetzt fahre ich zum Holzmichel und wo ist dass der Preis noch ein bisschen steigt. Ah. Wie gesagt, das war zuletzt ein Angebot, da hat er glaube ich drin gehabt für 500. Schlag mich tot. Auf jeden Fall über 500 Euro. Okay. Schade, dass das jetzt oben ist. Haben nämlich noch ein paar Rechnungen offen. Oh ah. Gott, komm ich. Was ist denn? Wow. Halt die Frage, ob man da beim Holzmittel überhaupt einen Berg hochkommt. Dann müssen wir halt den stärkeren Traktor holen dann. Ja, da bräuchte man dann den Xerion. Aber ich habe keine Ahnung, wo der gerade unterwegs ist. Dafür geht das Telefon. Ja, den Diesel müsste ich mal anrufen. Hier geht's irgendwo rein, glaube ich. War ja auch schon lange nicht mehr. Ja, hier. Ah, da steht der eh schon. Holz mitten. So, gucken wir mal, was der Fan schafft. Und was telefonier mal kurz. Für ein Fan von Traktormarken? Wie bitte? Was sind Sie für Fan für Traktormarken? Viel PS. Okay. Mir ist die Marke eigentlich egal. Hauptsache, er hat Leistung. So, aber ne, wir gucken mal, ob wir da. Muss eigentlich da in die Kurve kommen. Vollgas, Tempomat. Nein! Eieieiei. Zum Glück waren wir angeschnallt. Sie kennen das, oder? Mhm. Hand über den Kopf, dann abstützen und dann Gurt lösen. Zack. Sind sie raus? Ach du Heilige! Mei.
Schon wieder ein Unfall. Nee, Und langsam die wird's ganzen dumm. dünnen Paletten, wo wir aufgeladen. Und was jetzt? Die Feuerwehr. Nein, den Jetzt bräuchte Abschleppdienst. man Money, du. Hm. Oh, Mist, ey. Oh nee, ey. Warte mal kurz. Klingelingeling. Diesel. Jo, wo bist denn du? Bin gerade noch Geld am Zusammenkratzen für deine Überraschung. Bin Das. aber schon, ich bin flott dabei. Ich wollte wissen, wo du bist. Beim Viehhändler. Fahr mal in Wald, ins Sägewerk. Ja. Oder hast du ein JD gerade bei dir? Ne, da steht nur ein Wald, gell? Ich glaube schon, ja. Ich bin umgekippt, schon wieder. Schauen wir da mal. Was Ja. denn für Sachen? Voller Anhänger mit Holzkohle. Ui. Und zwar beim Holzmichl. Ja, ich könnte aber auch mit meinem Case kommen, weil ich bin jetzt sowieso auf dem Weg zurück zum Hof. Ja, das wäre wahrscheinlich der kürzere Weg, aber nimm ein großes Gewicht mit. Ja, kann ich Dass wir machen. da Masse haben. Und dann stellen wir erst einen Fendt auf. Das ist Stefan seiner. Aber da ist nicht viel Aua. passiert. Stellen wir erst einen Fendt auf und dann zusammen den Anhänger hoffentlich. Alles klar. Gut, bis gleich. Beeil dich, Gut, ist bis gleich. dunkel. Hab Ja, Angst. ich beeil mich schon. Jo, ciao. Gut, ciao. So, ich habe mal den Herrn Diesel angerufen, der kommt gleich vorbei. Mit was? Mit einem Frontlader. Ah, okay. Dann guck mal, dass wir den Fendt aufstellen. Na, Dann haben wir ja zwei Fahrzeuge, um den Anhänger wieder aufzurichten. Zum Glück haben wir abgehängt hat viele man nicht. Spanngurte dran, das sollte heben. Ja. Warte, da vorne ist doch der Holzmichl, oder? Ja, gehen Sie mal gucken, ich muss noch mal telefonieren. Klingelingeling. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Volker hier, servus. Ja, moin. Du, muss ich eigentlich keinen Kredit beim mehr zahlen? Ist der abbezahlt? Nee, das ist nie abbezahlt. So, weil ich kriege nie eine Benachrichtigung. Und Ja, Lastschrift Mensch. funktioniert nicht. Weiß doch mal, Mensch. Nee, geht gerade nicht. Bin gerade im Wald, hab keinen Empfang. Weißt du doch, Breitband ist hier nicht ausgebaut. Aber mit mir telefonieren, okay? Ja, Telefonnetz und mobile Daten ist ein Unterschied. Dann machst du das von deinen mobilen Daten aus. Ja, wie machst du denn eine Online-Überweisung? Übers Mit mobilen Telefon? Daten. Übers Handy, ja? Oder übers Tablet. Dafür brauchen wir mobile Daten. Ja. Ja, und die gibt's hier im Wald nicht. Ah. Ja, jetzt haben wir. Aha. Gut, wenn ich zurück bin, dann überweise ich dir. Wie Ja. viel waren es denn? 31.500. Okay. Gut, danke mal. So. Ciao. Daher. Klingelingeling. Jan Blaubeer. Servus, Volker hier. Hi Volker, grüß dich. Wenn mein Traktor nicht gerade auf der Seite liegen würde, Oh. aus Versehen, hätte ich dir noch 100.000 überwiesen, weil ihr kriegt noch 100.000 von mir. Cool. Ja, für den Drescher. Da sind noch 100.000 offen. Stimmt, jetzt wo du das sagst. Ja, gell? Ich habe nämlich gut gewirtschaftet diese Woche. Ja, cool. Und wenn ich jetzt die Holzkohle, die jetzt gerade hier rumliegt, noch verkaufen kann, dann müsste das hinhauen. Ja, super. Gut, ich melde mich dann nochmal. Ja, mach das. Bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss. So, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, dass der Diesel jetzt gleich hier auftaucht. Und wir den Trecker und den Anhänger wieder aufrichten können und dann das Zeug verkaufen. Damit ich eben, wie gesagt, die offenen Rechnungen begleichen kann. Aber das seht ihr dann in der Folge morgen. Bis dahin erstmal. Tschüss.